dieses Grundstück hier gehört einem Spieler, der mich in der Vergangenheit wirklich sehr, 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 sehr doll genervt hat. Und normalerweise baue ich keine Scheiße auf Spielergrundstücken, aber der Spieler hat diesen Troll echt verdient. Und zwar kennen viele von euch sicherlich mein Twitch-Projekt, wo ich gesagt habe, dass wenn man unter einem Short kommentiert, ein Creeper-Sound abgespielt wird und eine giftige Kartoffel vor mir spawnt. Und eigentlich dachte ich, dass so Leute vielleicht 2-3 Mal kommentieren. Und der Grundstücksbesitzer von diesem Grundstück hier ist so einer, der ungefähr 200 Kommentare geschrieben hat. Das heißt, wegen ihm habe ich 200 giftige Kartoffeln und 200 Creeper-Sounds gehört. Und eigentlich wäre das ja gar nicht schlimm, aber wenn ihr Minecraft Hardcore spielt und ihr die ganze Zeit einen hört, dann kriegt ihr irgendwann Nervenzusammenbrüche. Viele von euch kennen sicherlich unser Randsystem, wo man den Rand von seinem Grundstück verändern kann, und Dario hat einfach keine Rechte auf dieses Randsystem. Das heißt, wenn ich ihm jetzt diesen rosaroten Betonrand gebe, kann er ihn nicht mehr verändern. Und eigentlich wollte ich noch viel mehr Scheiße bauen, aber das wäre asozial gewesen. Deswegen werde ich das so machen: pro Kommentar auf diesem Short wird dieser Rand einen Tag länger bestehen bleiben, und pro Like auf diesem Short werde ich einen Creeper-Sound bei Dario abspielen.